Wochenende hören wir eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Das altgriechische Wort für Evangelium bedeutet gute Nachricht. In dem heutigen Evangelium spricht Gott, er sendet einen Boten voraus, der dein Kommen verkündet, auf dem Weg uns bereitet. Johannes der Täufer ist gemeint. Er tauft die Menschen und spricht, kehrt um zu Gott. Wo ist dieser Gott? In diesen Zeiten ist so viel Leid in dieser Welt, durch Naturkatastrophen und besonders durch die Kriege in unserer Welt. Jeder Mensch, der Opfer durch Gewalt geworden ist, hat einen Namen, ein Gesicht, er ist ein Mensch. Viele Menschen sind auf der Flucht, ohne zu wissen, wo sie hingehen sollen, ohne zu wissen, ob sie am Ziel ankommen, ohne zu wissen, ob es am Ziel ein besonderes Leben gibt. Wir glauben, es wird einer kommen. Er vergibt uns unsere Sünden, er tauft uns mit dem Heiligen Geist. Vielleicht steht er schon neben uns oder er wohnt ganz in der Nähe. Ich wünsche Ihnen einen friedvollen zweiten Advent.